Wir sind hier in Wuppertal und mit Wild fertigen wir nachhaltige und faire Kleidung aus Holz. Hier entsteht quasi die Idee, hier wird gestaltet, hier stehen die Schnitte und die eigentliche Fertigung findet dann in Portugal statt. Am Anfang der Fasergewinnung steht natürlich das Holz. Das Holz wird zerhäckselt, die Zellulose wird herausgelöst und dann wird das Ganze mit einem organischen und ungiftigen Lösemittel vermengt. Es entsteht eine honigartige Masse und diese honigartige Masse wird dann durch Spinnendrüsen gepresst und so entstehen eben die Fasern. Alles Weitere ist dann ähnlich wie bei Baumwolle oder eben bei anderen Fasern auch. Und das Besondere an dem Prozess ist eben auch, dass das Lösungsmittel organisch ist und ungiftig ist. Heißt, es kann auch immer wieder im Prozess recycelt werden. Also mit beispielsweise nur einem T-Shirt sparen wir 1000 Liter Wasser, um die 150 Milliliter Chemie und um die 600-700 Gramm CO2 verglichen mit einem konventionellen T-Shirt aus Baumwolle. Und die 600-700 Gramm CO2 kommen nur deswegen zustande, weil einfach die Transportwege kürzer sind. Neben der nachhaltigen Fertigung ist es uns wichtig, bei unseren Kunden Verständnis dafür zu kreieren, wie viel Energie und wie viel Liebe in den einzelnen Teilen steckt, damit letzten Endes die wesentlich länger getragen werden, weil das eben für uns auch ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit ist.